Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie heute erneut zum Livestream aus der Orthopädischen Klinik Mark Gröningen begrüßen zu dürfen. Referent heute ist der Dr. Krebs, ärztlicher Direktor des Wirbelsäulenzentrums, und er wird einen Vortrag halten über die Skoliose und andere Wirbelsäulendeformitäten. Sie haben wie immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen über den Chat hier bei YouTube. Wir werden die Fragen dann nach dem Vortrag versuchen zu beantworten, oder wir werden sie natürlich auch beantworten. Ich werde es dann gleich weitergeben an den Dr. Krebs und wünsche Ihnen einen interessanten Vortrag. Ja, danke für die nette Ankündigung. Meine Damen und Herren, auch für mich das erste Mal, dass man das praktisch jetzt nicht mehr live vor Publikum hält, die Vorträge, sondern auf diese Art und Weise. Aber ich denke, dass Sie auch Spaß haben werden. Ich rede über Skoliosen und andere Deformitäten der Wirbelsäule. Es geht natürlich nicht nur um Verformungen an der Wirbelsäule im Sinne der Seitausbiegung, sondern auch um Verbiegungen, Verdrehungen, Kyphosen, wie man das hier sieht. Und das habe ich zum Auftakt sozusagen genommen, nicht um zu zeigen, dass jede Wirbelsäule, die irgendwie verkrümmt ist, dann langstreckig in dieser Art und Weise versorgt werden muss, sondern um nur die Leistungsfähigkeit, die wir hier haben, mal zu demonstrieren. Und es gibt eben auch Patienten, wo solche langstreckigen Aufrichtungen notwendig sind. Im besonderen Falle gilt es für Parkinson-Patienten, die eben nicht das Vermögen haben, sich selbst aufrecht zu halten und die eben nur mit dieser Unterstützung im Sinne dieser Verschraubung, teilweise auch im Halsbereich von vorne, in der Lage sind, aufrecht zu stehen. Was ist eine Skoliose im weitesten Sinne? Das kann man hier ganz gut sehen in diesem klinischen Beispiel. Man kann eben sehen, diese doch starke Seitausbiegung, die starke Verkrümmung des Rückens in der Vorbeugung, die begleitende Rippenbuckel. Das ist ja eine Rotationskomponente, das heißt, die Wirbel gehen nicht nur zur Seite weg, sondern sie verdrehen sich auch und nehmen die anhängigen Rippen mit. Und das führt eben zu dieser teilweise massiven Deformität auch des Brustkorbes. Was machen wir denn mit diesen Skoliosen im leichteren Stadium, wie hier linksseitig erkennbar? Das sind etwas über 20 Grad. Wird natürlich kein Mensch auf die Idee kommen, eine operative, sondern man macht es mit dem Korsett, und man kann auf der rechten Seite sehen, und hier sind diese Piloten nochmal nachvollziehbar, wie man eben durch Druck von außen mit dem Korsett eine solche Verkrümmung auch ganz gut in den Griff bekommt und im Wachstum auch lenken kann. Hier sind Beispiele von Korsetten. Wir benutzen hier im Haus ein sogenanntes Cheneau-Korsett oder Cheneau-Bauart. Das heißt, da werden so Piloten eingearbeitet, und auf der anderen Seite sind wiederum Freiräume geschaffen, wohin die Wirbelsäule ausweichen kann, wo man hineinatmen kann. Und Sie sehen, dass das heute nichts mehr gemein hat mit den Korsetten, wie sie in der Vergangenheit oder vor Jahrzehnten noch gebaut worden sind. Also sind durchaus tragbar, und man hat die Möglichkeit, damit gut zurechtzukommen. Und natürlich immer begleitend auch die Krankengymnastik, wie Sie hier sehen können. Einerseits schadet Krankengymnastik nicht, andererseits gibt es speziell bei neuromuskulären Erkrankungen oder ähnlichem durchaus die Möglichkeit, damit eine Aufrichtung zu erzielen. Und wir hatten hier so ein grobes Einteilungsschema, nachdem man sich richten kann, das so allgemeingültig ist. Das ist natürlich nicht nur allein von Gradzahlen abhängig, dass man bei kleineren Winkelgraden, also unter 20 Grad, nur mit Krankengymnastik behandelt, und bei größeren Krümmungsgraden, größere Krümmung mit Korsett beginnt, und ab 40 bis 50 Grad spricht man auch über die Operation. Hier ist nochmal eine schöne Zeichnung von der Wirbelsäule im verkrümmten Stadium mit einer Skoliose. Wir sehen, es handelt sich nicht nur um eine Seitausbiegung, sondern es spielt oftmals auch das Seitprofil eine Rolle. Es kann also eine Kyphose im Rundrücken auftreten, aber immer
dabei bei einer echten Skoliose ist die sogenannte Rotation. Das heißt, dass man hier einen Drehvorgang hat und das führt dazu, dass die Rippen, die dranhängen, mit rausdrehen. Und was gerade bei älteren Patienten oder zum Beispiel bei neuromuskulären Skoliosen eine große Rolle spielt, ist die Balance oder das Fehlen derselben, dass eben das Sagittalis oder auch das frontale Lot, also in der Seitansicht oder in der Frontalaufsicht, nicht mehr stimmen, dass der Patient aus dem Lot steht. Nochmals zur Diagnostik bei Skoliose, was machen wir denn? Und das nicht deswegen, dass man natürlich Röntgenaufnahmen irgendwann mal machen muss. Es geht aber mir persönlich darum, dass man auch nochmal darstellt, wie man Röntgen sparen kann. Es gibt moderne Diagnostiktools, wie zum Beispiel die sogenannte EOS, wo tatsächlich Strahlenbelastung reduziert werden kann. Aber das gilt im Vergleich zur Computertomographie bei uns im Hause. Haben wir das nicht, das Gerät. Wir versuchen einfach durch Strahlen dadurch auch zu sparen, dass man zum Beispiel nur über den gebeugten Rücken schaut, kein Röntgenbild macht und wenn überhaupt röntgt im Verlauf, dann nur mit Low Dose. Das heißt mit einer deutlich niedrigen Strahlendosis. Hier nochmal ein Beispiel einer doch schon deutlichen Verkrümmung im Lendenwirbelsäulenbereich beziehungsweise im Übergang von der Lendenwirbelsäule zur Brustwirbelsäule. Und rechts kann man ganz gut erkennen, wie sich das mit Hilfe des Korsettes gut auskorrigiert. Aber was man ganz rechts eben sehen kann, es ist doch nicht ganz ohne, dass dieser eh schon meist flache Rücken durch die Korsettbehandlung auch nochmal verstärkt werden kann. Also Korsettbehandlung kann auch Nachteile auch für die Form der Wirbelsäule haben. Hier nochmal eine andere Indikation für eine Korsettbehandlung, sogenannte Scheuermann-Kyphose, also der Rundrücken bei Wachstumsstörung. Und man kann ganz gut sehen, dass das einer Korsettbehandlung gut zugänglich ist und ist meines Erachtens sogar besser noch wie die Skoliose an sich. Also ein mäßiger Rundrücken, wie er jetzt mit 60 Grad dargestellt ist, lässt sich durchaus erfolgversprechend in der Korsetttherapie. Und jetzt kommen wir zum dritten, zur Operation, und hier haben wir gleich ein griffiges Beispiel, wie man erkennen kann, dass manchmal eben ohne Operation es nicht geht. Wir haben hier auf der linken Seite ein Mädchen im Alter von circa 10,5 Jahren. Man sieht schon, das deutet sich an, wurde dann entsprechend mit Korsett behandelt, wie man dann auf dem zweiten Bild erkennen kann. Da ist sie ungefähr 12 Jahre alt und hat trotz Korsettbehandlung die Krümmung deutlich zugenommen. Und es ist eine Indikation, um es zu operieren. Woher weiß man das so genau oder wie kann man das abschätzen? Es geht ja nicht nur um die Winkelgrade allein, sondern wenn man die Mutter dazu sieht, dann kann man schon erahnen, wohin die Reise geht, wenn man es nichts macht. Und das ist natürlich wesentlich aufwendiger, wenn man im Alter von 41 Jahren etwas operieren muss, muss man teilweise von der Seite, vom Rücken her, also kombiniert operieren, um dann auch hier eine schöne Aufrichtung im Seitprofil erzielen zu können. Nochmals zur Indikationsstellung, warum operiert man denn Skoliosen überhaupt letztendlich auch? Und das ist ein bisschen sehr plastisch, aber man kann es eben gut erkennen, um solche Zustände wie hier links im Bild zu vermeiden. Das ist doch schon sehr, sehr aufwendig. Sie sehen, da ist so ein Knick drin von der Seite. Eigentlich gehört es genau andersrum, das Profil. Und um das aufzulösen und letztendlich wieder gerade zu kriegen, ist sehr, sehr viel mehr Aufwand notwendig. Und nur weil manchmal gefragt wird, im Jugendalter, muss denn das überhaupt sein? Wenn Sie das mit so einem kurzen, kleinen Schnitt, Eingriff und kurzen hinkriegen, das ist doch sehr viel angenehmer, als wenn man im späteren Alter, wenn die ganze Sache dekompensiert ist, sozusagen in sich zusammenfällt, aufwendig das restaurieren muss. Nochmals ein Beispiel, wie so eine schwere Skoliose, die in diesem Falle auch mit dem begleitenden schweren Rundrücken dabei aufgerichtet werden kann. Wir machen solche Fälle immer kombiniert, das heißt, wir machen zuerst einen seitlichen Zugang, also von dem Fall von der linken Seite, lockern das Ganze von den vorderen Abschnitten der Wirbelsäule, um dann letztendlich auch besser die Kyphose aufrichten zu können, also den Rundrücken in ein nahezu physiologisches Profil überführen zu können. Sie sehen schon, das Ergebnis
kann sich sehen lassen, wenn man den Ausgang betrachtet. Nochmals ein anderes Beispiel, in diesem Fall schon voroperiert. Das heißt, in einem anderen Krankenhaus wurde da schon versucht, die Wirbelsäule zu korrigieren, was die Sache nicht deswegen nicht leichter macht, weil man dann teilweise Verknöcherungen wieder auftrennen muss, wie hier geschehen, mit sogenannten Osteotomien. Und wir haben auch gleichzeitig auf der linken Seite oder auf der rechten Seite haben wir den Rücken noch abgelöst, hochgelegt, um eben auch den Rücken, das Rückenrelief auszugleichen. Und Sie sehen eigentlich, die Korrektur ist sehr gut gelungen. Was man auch sehen kann, hier sind die klinischen Bilder, dass dieser ganz massive Rippenbuckel, wie er da besteht, das sind Bilder, die hat uns der Patient dann freundlicherweise von zu Hause aus zugeschickt. Man sieht schon den Unterschied, also das ist praktisch fast eben, es geht bei diesem kielartigen Bund kaum, aber wir haben es nahezu vollständig ausgeglichen und entsprechend zufrieden sind eigentlich die Patienten nach einer solchen Thoracoplastik. Das hier sind ein paar exotische Dinge, nur so nebenbei, was eben auch alles geht und was es alles gibt, das sind fast 90 Grad Kyphose, der Kopf müsste eigentlich irgendwo hier stehen. Und wir haben das natürlich, muss man den Knochen schon durchtrennen, um es, und auch die Wirbelsäule, muss man dran denken, das Rückenmark, also Vorsicht ist gewohnt, um das eben in dieser Art und Weise aufrichten zu können. Nochmals ein schönes Beispiel, was auch immer vielleicht so ein bisschen nicht gleich mit Skoliosen oder mit Kyphosen in Verbindung gebracht hat, aber das hier ist im Grunde genommen auch eine Kyphose, wenn Sie so wollen, im Übergang von der Lendenwirbelsäule zum Kreuzbein. Und wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie, dass dieser Wirbel eigentlich da vor dem Kreuzbein steht. Das heißt, die Wirbelsäule ist komplett unter das Kreuzbein gerutscht, gehört aber davor. Und Sie können es hier sehen, dieser Wirbel ist es gewesen, der praktisch auf dieser Aufnahme vor dem Kreuzbein sitzt. Und wir haben das hochgezogen. Da müssen Sie natürlich schon alles aufbieten, um das so hinzukriegen. Wohl gedacht, dass da Nervenwurzeln in der Nähe sind. Die Patientin ist aber sehr zufrieden. Und was Sie auch brauchen, ist neben der entsprechenden operativen Technik natürlich Schrauben, die auch die entsprechende Auszugskraft vorhalten. Das ist nochmals zu unserer Diagnostik vor der Operation. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass wir natürlich versuchen, Strahlen zu sparen. Das gilt im Besonderen natürlich auch, gerade wenn es auf eine Operation zugeht, wollen Sie ja möglichst viel Informationen haben. Wir machen deswegen eine Kernspintomographie, auch um irgendwelche Veränderungen am Rückenmark oder im Rückenmarkskanal selber zu detektieren. Wir machen diese sogenannten Umkrümmungsaufnahmen, also die Bendings und natürlich auch Zugaufnahmen. Aber Computertomographie machen wir eigentlich nur wirklich, wenn es notwendig ist und dann auch nur ganz umschrieben, weil das doch eine relativ hohe Strahlenbelastung bedeutet und das ist gerade für junge Menschen nicht gut. Da zeige ich mal ein Beispiel, wo man das macht. Also hier bei diesem sogenannten Halbwirbel, das Sie sehen, hier ist irgendein Wirbel nicht richtig angelegt. In der 3D-Rekonstruktion sehen Sie es nochmal. Da fehlt ist irgendwas und das führt natürlich zu Fehlformen mit diesem Knick in der Wirbelsäule. Und man macht den Wirbelkörper dann raus. Das war übrigens gestern, wo wir das gemacht haben, haben wir gleich mit reingenommen. Und CT eben bei solchen Verformungen ja, aber eben nur kurzstreckig und nur wirklich in diesem Bereich, eben nicht die ganze Wirbelsäule, um Strahlen zu sparen. Hier sieht man nochmal diese Zugaufnahmen vor der Operation, also in der Zug, da kann man das Krümmungsverhalten dann unter Korrektur besser fahren, kann auch die Strecke festlegen, von wo bis wo muss man denn. Hier nochmal Umkrümmungsaufnahmen, einmal zu der und einmal zur anderen Seite. Und damit kann man auch erkennen, wie starr oder wie locker das Gefüge eben ist. Und hier sehen Sie auch schon das Ergebnis dazu. Das ist schon eine 100-Grad-Deformität und Sie sehen, gut, die war jetzt noch jung und auch flexibel, wie schön man das doch aufrichten kann, auch im Seitprofil, wie das in eine physiologische Profilierung überführt werden kann. Nochmals klinische Bilder, da kann man auch nochmal erkennen, wie so etwas aussieht, vor einer Operation und dann natürlich direkt unmittelbar nach der Operation kann sich die Patientin jetzt noch nicht gleich vorbeugen, da ist ja noch das Pflaster drauf. Aber man kann auch so ganz gut erkennen, dass da praktisch fast nichts mehr zu erkennen ist.
Wir machen ganz gerne hier im Hause diese sogenannte konkavseitige Thoracoplastik. Hier sehen Sie es eingezeichnet, das heißt, die Rippen werden im Krümmungsbereich auf der Innenseite abgelöst. Das hat den Vorteil, erstens entfesseln Sie sozusagen die ganze Sache, das heißt, Sie kriegen noch mehr Korrektur, und zweitens, die Seite wird gestreckt, das heben Sie ein bisschen hoch, hat den Vorteil, dass das Rückenrelief schön ausgeglichen ist, dass eben auch von der kosmetischen Seite so Leute, die Patienten dann auch sehr zufrieden sind. Mittlerweile ist es so, dass man fast kaum mehr eine Drainage einlegen müssen, die man dafür braucht, ist relativ kurz, der Blutverlust ist noch nennenswert. Wir machen das eigentlich fast routinemäßig, kann man sagen, wenn es eben geboten ist bei diesen stark ausgeprägten Krümmungen, ist es ein standardmäßig eingesetztes Verfahren. Da sieht man mal so ein Beispiel, nicht nur eindrücklich, nicht nur wegen der doch wahnsinnigen Krümmung, die mir, sondern auch wegen dem Ergebnis, und das kann man auch klinisch gut darstellen. Es ist doch relativ gut ausgeglichen. Klar sehen Sie noch ein bisschen Asymmetrie, aber die ist wirklich gering. Und 7 cm Größenzuwachs ist vielleicht auch ganz gut für so einen Menschen, der da doch sehr unter dieser Deformität auch gelitten hat. Zum Blutverlust nochmal. Eine Skoliose-Operation sind in der Regel doch größere Operationen. Wir haben aber verschiedene Möglichkeiten getroffen, oder verschiedene Ansätze, um den Blutverlust weiter zu reduzieren. War es vor 20 Jahren noch nahezu selbstverständlich, dass man gerade bei den Operationen, die vom Rücken her durchgeführt worden sind, Blutkonserven, also Fremdblut geben musste, kann man heute nahezu darauf verzichten. Man kann es nicht zusichern. Beim vorderen Eingriff, ja, da braucht man eigentlich nie Blut, aber beim Eingriff vom Rücken her kann es mitunter notwendig werden. Das hängt aber auch von der Ausprägung der Krümmung und von der Grunderkrankung und Ähnlichem ab. Hier ist nur ein Beispiel, wo man zwingend Fremdblutgabe vermeiden musste, durch ausgeprägte Krümmung. Man hat es eben auf drei verschiedene Schritte aufgeteilt. Das ist nicht aufwendig, aber damit konnte man doch sicher die Gabe von Blut vermeiden, beziehungsweise der konnte das nahezu garantieren. Das will vielleicht nicht jeder haben, dass man es auf dreimal macht, aber in dem Fall ist es so geschehen, und wir konnten natürlich nicht nur ein gutes Ergebnis erzielen, sondern haben komplett auf die Gabe von Blut verzichten können. Dann kommen wir noch zum neurologischen Risiko. Das wird ja auch immer gefragt. Ja, sitze ich jetzt hinter einem Rollstuhl oder wie oft kommt denn sowas vor? Eigentlich kommt es nicht vor, wenn man die Dinge beherzigt, die hier dargestellt sind. Also wir machen, wie gesagt, eine Kernspintomographie der ganzen Wirbelsäule, um eben irgendwelche Veränderungen festzustellen, die vielleicht ein höheres Risiko darstellen könnten für neurologische Störungen, zum Beispiel diese angeheftetes oder geteiltes Rückenmark oder Veränderungen im Kleinhirnbereich. Die sind relativ selten, aber wir machen es eben immer im Vorfeld, um eben Bescheid zu wissen. Auch das kann euch das Risiko senken. Dann macht man während der Operation ein sogenanntes Neuromonitoring. Es werden Ströme gemessen, die da durchgehen, von oben nach unten. Und wenn natürlich da irgendein Fehler auftaucht, weiß man, was Sache ist, kann vielleicht Korrektur zurücknehmen oder muss die Schraubenlage nochmal überprüfen. Letztendlich ist es doch auch die Erfahrung des Operateurs und letztlich auch der Anästhesie, also sollte nicht zu viel bluten, die mitentscheidet, ob da eine neurologische Störung oder ähnliches auftritt. Dann haben wir noch, das habe ich deswegen mal Grüninger Spezialität genannt, weil es tatsächlich nicht andere Krankenhäuser das auch machen, aber von der Seite operieren wir einen relativ kurzen Schnitt. Das machen nicht allzu viele. Und hier hat man nochmal so ein Beispiel, doch deutliche Krümmung. Und man sieht, hier sind die Schrauben von der Seite eingebracht, in dem Fall von der rechten Seite eingebracht. Und was man auch schön sieht, vorher ist der Rücken, hier ist praktisch kein Rundrücken da, wie er normal und physiologisch ist nach der Operation. Können Sie damit nicht nur den Rippenbuckel wegdrehen, die Seitverkrümmung korrigieren, sondern auch wieder ein normales Seitprofil überführen.
Da nochmal ein Beispiel, in dem man ganz gut sehen kann, wie das von der Seite korrigiert ist und was eben schön ist. Gerade bei Frauen, bei Mädchen kommt es ja mehr vor, diese Verkrümmung, als bei Jungs. Wie man mit dem kurzen Schnitt, der dann nachher noch vielleicht vom BH bedeckt ist, diese Sache doch elegant lösen kann. Das sind die Krümmungstypen, hängt eigentlich davon ab, es müssen einbogige Krümmungen sein, dass ich das von der Seite operiere, entweder im Lendenwirbelsäulenbereich oder im Brustwirbelsäulenbereich, wie hier dargestellt. Wenn man so echte doppelbogige Krümmungen hat, wird es dann schwierig, es mit nur einem von der Seite zu machen. Gut, und hier haben wir nochmal so ein weiteres Beispiel, sehr kurzer Schnitt. Und wir haben hier die gewinkelten Instrumente, die man eben auch braucht, um über so einen kurzen Schnitt diese doch längerstreckige Skoliose aufrichten zu können. Nochmal ein Beispiel. Oder hier ist interessant vielleicht, das muss jetzt nicht weiter interessieren. Da ist doch der Blutverlust, wenn man von der Seite rangeht, relativ kurz ist und dass eben kaum irgendwelche Komplikationen aufgetreten sind, keine nennenswerten, vor allem keine sogenannten Posthorakotomie-Symptome oder gar Lungenfunktionsstörungen, wie das von anderer Seite öfters mal genannt wird, haben wir hier im Haus jetzt eigentlich nicht gesehen bei doch sehr, sehr vielen Patienten. Hier ist nochmal ein ganz aktuelles Beispiel, man sieht doch sehr deutlich, diese Seitausbiegung, man sieht auch, dass der Patient relativ schief schon steht und man sieht, wie hier über eine relativ kurze Strecke von der Seite korrigiert werden konnte und wie es der Zufall so will, war das letzte Woche diese Operation, der Patient ist hier und damit die Sache nicht allzu stark trocken wird, den Patient habe ich hergebeten, nochmal nur ein paar Fragen vielleicht oder kurz zu berichten. Also das Ganze ist ja gewesen jetzt, wann haben wir es gemacht? Montag. Montag, das heißt heute haben wir dienstags, praktisch jetzt eine Woche her. Und man hat da gesehen, jetzt gerade nochmal bei den Röntgenbildern, wir werden nachher nochmal einblenden, dass es doch eine deutliche Verkrümmung war. Wie geht es dir heute? Ganz gut eigentlich. Also dafür, dass es die letzte Woche war, geht es mir eigentlich ganz gut. Das ist ja relativ fit. Hast du eigentlich jetzt noch größere Schmerzen? Größere Schmerzen nicht, nein. Schon noch Schmerzen, ja, aber es geht. Also ist jetzt wieder im Rahmen. Okay. Wann gehst du nach Hause? Morgen. Morgen. Okay, gut. Also ich meine, eine Woche da und jetzt schon im Fernsehen hätte ich fast gesagt. Aber und dann schon morgen wieder nach Hause, finde ich natürlich auch. Freut mich sehr, dass das so klappt. Aber das ist eben der Vorteil vom vorderen Zugang, dass, wie gesagt, die Leute sich auch oder die Patienten sich relativ schnell erholen. Wie war es noch vor der Operation? Hast du da noch irgendwie, hattest du Beschwerden? Also, wenn ich gesessen bin, schon, also jetzt Schule oder so, jetzt ohne Korsett, schon relativ schnell habe ich da Schmerzen bekommen. Mhm. Jetzt im Stehen oder im Liegen nicht. Mhm. Aber halt im Sitzen dann schon relativ schnell, ja. Hast du gemerkt irgendwie, dass die Verkrümmung hat dich das gestört oder bist du manchmal auch weggekippt oder gab es Situationen, wo das besonders aufgefallen war? Also man hat es halt irgendwie schon gesehen, wenn man jetzt so im Spiegel schaut, dass man irgendwie, dass es nicht gerade ist, dass es nicht so ist, wie es ist. Wie es sein sollte. So ja. Und kannst du sagen nochmal, wie schnell das aufgetreten ist? Also vielleicht vorher ein bisschen was und dann, wie lange hat es gedauert, bis es in der vollen Ausprägung da war? Jetzt, gemerkt hatten wir es fast vor einem Jahr, dass ich eine Skoliose habe. Da waren es noch so 30 Grad, davor wusste man gar nicht, dass es da war. Also es hat praktisch
kein Jahr gedauert, wenn man so will, dass das so rauskam. Ja. Also in relativ kurzer Zeit im Wachstumsschub, denke ich. Ne? Naja, gut. Hat man mit Kassette eigentlich behandelt bei dir? Das weiß ich ja, nicht. Hat man. Ja. Und wie lange? Vielleicht 3 Monate oder so. Ja, aber danach habe ich es von mir selber nicht mehr angezogen. Jetzt, als ich dann jetzt dann keine Schuhe mehr oder so war, habe ich es dann nicht mehr angezogen. Also man konnte es praktisch auch nicht richtig tolerieren, denke ich. Ne? Wenn der ist wahrscheinlich ein Ausbild. Naja, gut. Umso besser, es hat ja jetzt gut geklappt und freut mich, dass alles optimal läuft und freut mich noch mehr, dass du mich bereit erklärt hast, uns das alles nochmal so zu schildern. Also, alles Gute weiterhin. Dankeschön. Gut, da haben wir nochmal die Bilder. Also wie gesagt, doch über 50 Grad und jetzt praktisch gleich null. Das ist sehr erfreulich. Kommen wir nochmal zu kindlichen Skoliosen, also Skoliosen bei Menschen im Wachstumsalter, was es da alles verschiedene Möglichkeiten gibt oder was es auch für Fallstricke gibt, ist eigentlich deswegen eigentlich nochmal als Beispiel, dass man bei so angeborenen Geschichten, wo Verschmelzung einzelner Wirbel vorliegen und ähnliches, es durchaus auch sein kann, dass wenn man das auf der linken Seite ist vor, bevor die Patientin zu mir kam, jeweils zu sehen, wenn man da schiebt, das hinten kann es natürlich schon sein, dass es nach oben dann wegknickt, weil diese Distraktion, also das Schieben hinten, bedeutet immer gleichzeitig auch eine Kyphosierung und rechts jeweils daneben. Und das ist natürlich jedes eindrücklich, dass man nur praktisch 2 Segmente höher gehen müsste, um diese Kyphose aufzurichten. Natürlich haben wir jetzt da keine Extension mehr gemacht. Also allein nur ein sogenanntes Mitwachsensystem einzusetzen, heißt noch lange nicht, dass man die Deformität wirklich im Griff hat. Man sieht das immer wieder, dass eben verschiedene Dinge zum Einsatz kommen, die man vielleicht das ein oder andere Mal auch kritisch beäugen muss. Hier ist ein Verfahren zum Einsatz gekommen, wo in der Mitte der Hauptkrümmung korrigiert wird. Oben, unten lässt man sozusagen mitlaufen. Aber auch da ist es natürlich sehr schwierig. Man weiß nicht immer, was man machen soll, aber man sollte nicht unkritisch bleiben bei der Anwendung solcher Verfahren. Und wenn man jetzt hier in der Literatur beschrieben vom Erfinder dieses Ganzen, sogar sieht, dass bei 40 Patienten, dann 27 Patienten, ohne, also nicht geplant in den Operationssaal zurück mussten, dann fragt man sich natürlich, haben wir da das richtige Verfahren? Ist das wirklich empfehlenswert? Hier das andere, auch gerade im Schwange. Natürlich ist das eine geniale Idee, dieser sogenannte Magic Rod, aber wenn man es natürlich so einsetzt und man sieht, das fliegt einem alles um die Ohren, das ist jetzt nicht von mir, sondern das sieht man eben solche Verläufe, dann weiß man, dass man schon sehr vorsichtig im Umgang sein muss mit diesen ganzen Möglichkeiten, die es da gibt. Auch nochmal ein anderes Beispiel. Auch da wurde etwas eingesetzt, ein sogenanntes Rippenimplantat, das helfen soll, den Brustkorb weiter aufzudehnen. Letztendlich hielt man hier in der Seitansicht, dass das völlig sinnlos ist. Und hier sind die Haken einfach rausgesprungen, liegen irgendwo hinter der Haut, aber nicht an der Wirbelsäule. Rechts daneben jeweils die Korrektur. Aber es geht jetzt nicht darum zu zeigen, dass man das alles korrigieren kann. Es geht darum zu zeigen, dass man mit diesen wachsenden Skelett doch sehr vorsichtig sein muss, dass man nicht kritiklos drauf los operiert. Und auch wenn man zu früh eingreift, das ist zum Beispiel ein sogenanntes Crankshaft-Phänomen. Sie sehen ja eine ausgeprägte Skoliose. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, auf den ersten Blick, dass hier schon mal operiert worden ist. Und die Implantate sind entfernt worden wegen Infekt. Dann kam sie zu mir, wurde diese Art und Weise nochmal nachkorrigiert. Man sieht auch hier die ausgeprägte Rundrücke, der doch wieder ganz schön aufgerichtet und gestreckt worden ist. Also das sind eben Dinge, die passieren können, wenn man zu früh eingreift an der Wirbelsäule, nicht weiß,
wann das Wachstum zu Ende ist oder was passieren kann, wenn man eben das nicht korrekt und zum richtigen Zeitpunkt durchführt und die Patientin nochmal, die wir gerade die Röntgenbilder gesehen haben, vor der Operation und nach meiner Operation, also wie gesagt, direkt darauf, kann man schon ganz gut erkennen, wie gut das auskorrigiert ist. Nochmal, wir waren vom Wachsenden ausgegangen, auch von neuen Operationsverfahren, etwas, was hier so doch fast rührselig, möchte ich sagen, angepriesen wird. Man muss vorsichtig sein mit diesen neuen Verfahren, wenn man nicht richtig weiß, was man macht, dann soll man es lieber bleiben lassen. Man kann junge Patienten im Alter von 5 Jahren, wenn sie so eine Verkrümmung haben, durchaus auch mal mit Korsett behandeln und mal abwarten, was passiert im weiteren Verlauf, ob wie stark die Krümmung zunimmt und dann den Zeitpunkt doch vielleicht der operativen Intervention auf später verschieben, um es mal so vorsichtig. Oder man macht es vielleicht in dieser Art und Weise, ist jetzt keine 5 Jahre alt, aber 10 Jahre und hat doch eine ausgeprägte Skoliose, wurde in dieser Art und Weise von der Seite operiert, flankierend noch mit einem Korsett behandelt und das sind aber jetzt 3 Jahre nach der Operation nach wie vor ein Spitzenergebnis mit schönem Seitprofil und man sieht den Rippenbuckel vor der Operation, ja. Mit Alter von 10 Jahren und 3 Jahre später sieht es immer noch so aus. Und das möchte ich schon behaupten, dass es ein ausgezeichnetes Resultat ist, auch für eine früh einsetzende Skoliose, also eine sogenannte Early-Onset-Skoliose. Nochmals Beispiele. Das war die Patientin, als sie zum ersten Mal da war. Da hatte ich vorgeschlagen, von der Seite zu operieren. Ich denke, das wäre gut und schön auch geworden. Sie wollten nicht, also es ist immer nicht nur Patienten selber, sondern manchmal steckt eine ganze Familie dahinter und so kamen sie dann ein Jahr später wieder. Das war natürlich wesentlich aufwendiger, das zu korrigieren, als es, wenn man das gleich zu Anfang gemacht hätte, gegangen wäre. Das ist die Zwillingsschwester, die am gleichen Tag, also die hat fast identische Verkrümmung, bisschen weniger. Man wusste dann schon, wie es geht und die haben am gleichen Tag operiert. Und man sieht dann rechts, dass auch da ein akzeptables Ergebnis erreicht worden ist. Aber es wäre viel einfacher gewesen, wenn man das kurzstreckig, relativ kurzstreckig von der Seite zum richtigen Zeitpunkt gemacht hätte. Wann ist eine frühzeitige Operation sinnvoll? Ob man ein mitwachsendes Implantat einsetzt, muss jeder eine Einzelfallentscheidung. Aber auf jeden Fall sollte man frühzeitig intervenieren, wenn es sich um angeborene Veränderungen, die relativ kurzstreckig auftreten, behandelt, dann ist, oder wenn zusätzlich noch ein Rundrücken, eine Kyphose vorliegt, dann sollte man frühzeitig intervenieren. Das muss zwar nicht unbedingt im Säuglingsalter sein, aber man muss dann nicht immer zwingend warten, bis das Wachstum abgeschlossen ist. Hier haben wir so ein Beispiel, wo ein Halbwirbel drin ist, der dann entfernt wurde und wo man dann diese Skoliose praktisch über eine relativ kurze Strecke, jetzt nicht ganz, aber doch ganz gut gerade ziehen konnte. Und man sieht das Ganze praktisch in nur einem Segment. Es sind zwar 2 Segmente, aber in der Halbwirbel fehlt es das dann nur noch 1. Und hat somit die anderen Bereiche vollständig freigelassen und die Beweglichkeit ist nahezu gar nicht eingeschränkt. Das ist nochmal ein Beispiel. Wenn es dann doch etwas später wurde, der Patient ist dann 16 Jahre und das ist natürlich wesentlich aufwendiger, wenn man bei so einem Winkel, der da ist, das in einen solchen überführen muss, man bedenke, dass es in dem Bereich eigentlich fast andersrum die Wirbelsäule ausgebogen ist. Dann deswegen, wenn es Gründe gibt, frühzeitig an die Wirbelsäule ranzugehen, also operativ tätig zu werden, dann eben bei Angeborenen. Verformung. Jetzt will ich das Ganze nochmal zusammenfassen. Wir machen jetzt seit über 11, das stimmt ja gar nicht, das sind ja 12, ne? Jahren konsequent die Deformitäten, so natürlich nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, sondern wie das eingangs gezeigt hat, auch bei Erwachsenen oder auch älteren Menschen, Stichwort Morbus Parkinson. Beim jungen Menschen gibt es natürlich als konservative Möglichkeit, wenn die Verkrümmung nicht allzu stark ausgeprägt ist, die Korsettversorgung.
Die wird in der Zusammenarbeit mit der orthopädischen Werkstatt im Hause durchgeführt. Die Physiotherapie oder Krankengymnastik gehört dazu. Erstens bei flankierend jetzt auch nach der Operation zum Beispiel, aber auch bei neuromuskulären Ursachen der Skoliose ist natürlich das ein wichtiger Bestandteil der Therapie. Es kommt natürlich darauf an, wenn man operieren muss, wenn es denn die Indikation gegeben ist, dass man mit möglichst geringem Aufwand maximales Ergebnis erreicht. Und dazu muss man nicht nur operieren können, und alle Zugänge können, also von der Seite, von vorne, vom Rücken zu operieren, sondern es müssen natürlich auch die Narkose bzw. Anästhesie und auch die intensivmedizinischen Voraussetzungen gegeben sein. Bei den frühkindlichen Skoliosen gilt es, dass man zurückhaltend bleibt mit operativen Möglichkeiten. Die sind da, aber man muss sich das sehr, sehr wohl überlegen, wann man das macht. Nicht, dass man es gar nicht machen sollte. Man muss aber einfach sehen, dass zu den drei Dimensionen, und die Skoliose ist ein dreidimensionales Geschehen, eine vierte Dimension, nämlich die Zeit, hinzukommt. Somit möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und bin gespannt, ob Fragen und kommen, dann werde ich natürlich gerne beantworten. Ja, vielen Dank auch. War ein wirklich sehr schöner, interessanter Vortrag. Die Bilder sind ja sehr beeindruckend. Auch für Nicht-Mediziner sieht man, um was es geht, und man sieht die Ausgangssituation und dann auch die Ergebnisse. Aktuell haben wir noch keine Fragen. Mich würden jetzt noch zwei Dinge interessieren. Sie haben es immer wieder angesprochen, es besteht ja doch ein Risiko. Kann man das beziffern, was das Risiko anbelangt, was die Verletzung des Rückenmarks betrifft? Es gibt tatsächlich im Allgemeinen, gibt schon Zahlen, wie oft so etwas vorkommt durchschnittlich. Das ist natürlich schon auch in der Abhängigkeit der Art der Skoliose zu sehen. Ich hatte es vorhin angesprochen, wenn jetzt irgendwie Veränderungen am Rückenmark tatsächlich gegeben sind, dann ist das Risiko durchaus höher zu werden. Und deswegen muss man eben auch alles tun, begleitend, um falls irgendwo ein Schaden oder ähnliches auftritt, rechtzeitig auch reagieren zu können. Man hatte das in der Vergangenheit, denke ich, sogar öfters, weil man da nur wenige Fixpunkte hat und hat mehr auf die Distraktion, also auf das Auseinanderziehen der Wirbelsäule als alleinige Korrekturmanöver oder Hauptkorrekturmanöver, dann infolgedessen auch solche Dinge gesehen. Ich möchte behaupten, dass es mit den Verteilungen, also dass man viele Schrauben setzt, dass man die Punkte, die zur Korrektur, die Angriffspunkte auf viele Segmente verteilt, kaum etwas sieht. Also ich persönlich kann behaupten, dass ich keine Querschnittsymptomatik hatte bei mittlerweile über 8000 Wirbelsäulenoperationen. Das waren jetzt nicht nur Skolioseoperationen, ist klar, aber die meisten davon auch mit Instrumentation, das heißt mit Schrauben und Stäben. Und ich hoffe, also speziell im Skoliosenbereich hatte ich keine einzige derartige schreckliche Komplikation, die es ja nun ist. Ja, ich denke, schon ein wichtiger Faktor, die Entscheidung gerade bei den Skoliosepatienten werden ja auch gemeinsam, wie Sie es gesagt haben, getroffen, sind auch Eltern, die da für ihre Kinder entscheiden müssen, und das ist halt natürlich dann ein wichtiger Faktor, wenn man da die... Ja, man muss wissen, dass man bei den häufig jüngeren Patienten oder eben noch nicht volljährig, auch selbst wenn sie 18 sind, da nicht nur einen Patienten operiert, sondern die Eltern immer gleich mit. Ja, genau. Das ist halt so. Dann habe ich noch eine Frage. Es kursiert immer wieder eine neue Operationstechnik bei diesen Early-Onset-Skoliosen, was das Tethering anbelangt. Haben Sie da Erfahrungen? Wird es hier im Haus gemacht? Ja gut, ich hatte es vorhin angedeutet, weil da auch, das ist ja immer so ein bisschen
fast möchte ich sagen, Modeerscheinung, was da gerade im Schwange ist und was eingesetzt wird. Nicht, dass das teilweise sogar geniale Ideen sind. Ich denke an diesen von außen praktisch über Magnetspulen lenkbaren und erweiterbaren Stab. Das sind schon gute Ideen, nur es hapert manchmal an der Umsetzung und man muss auch nicht jedes neue Verfahren, nur weil es einem jetzt gerade hip erscheint, zum Einsatz bringen. Man muss sich vorher auch Gedanken machen, welche Nachteile es haben könnte. Und wenn es gerade um das Tethering geht, sind da noch zu viele Wenn und Aber, die nicht geklärt sind. Ich würde das nicht kritiklos einsetzen, zumal es ja durchaus etablierte Verfahren gibt, mit denen Sie kurzstreckig minimalinvasiv das Gleiche erzielen können. Das betrifft natürlich die konventionelle ventrale Demutationsspinodese, die wir ja, wie dargestellt, konsequent und regelmäßig hier erfolgreich durchführen. Ja, ich denke, was auch wieder rauskam, einfach wie in anderen Bereichen der Medizin auch, sich an ein Zentrum zu wenden, die Operation häufig durchführen, wo die Anästhesie mit dem Boden ist und alles leisten kann und wo der Operateur halt entsprechende Erfahrung hat und dann auf seinen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann. Wir haben keine Fragen, von dem her gehe ich davon aus, dass der Vortrag einfach so umfassend war, dass damit schon alles beantwortet war. Von daher bedanke ich mich nochmal für den interessanten Vortrag und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.